Hallo und willkommen zurück zu Project Ozone 3. Zurück bei der Hydra. Aber dies ist nicht Ziel unseres heutigen Plans. Auch wenn sie lustig Feuer spucken kann. Sondern irgendwo hier muss es gewesen sein. Ja. Schaut's mal. Monolithstone. Das ist die. Rabe, das ist die Ablagerung und wir brauchen aber diesen Monolithstone. Ja. Mal her hier. So. Noch was essen. Na. Oh. Nee. Muss nicht sein. Schauen wir mal kurz, wie viel Monolithstone wir haben. Ah ja, damit lässt sich arbeiten. Mit dem Flash kann man. Einen Moment. Ob ihr das überlebt gegen die Hydra? Das wäre mal eine sehr interessante Sache. Das wollen wir nicht rausfinden. Da. Dann gehen wir mal hierher. Denn wir müssen hier was umbauen. Das können da mal rein. Das, dies, jenes. Und das. Und das. Und das. Und das. So. Guck mal, das haben wir keine Ahnung. Das bleibt. So, das kommt auch weg. Dann Mob-Duplikator dahin. Jo. Und die Speck. Dann haben wir hier Item Conduit. 1, 2, 3. Ist plus 3? Athlet, dann einen, eigentlich ein Itemkonduit hierher. Die können Blödsinn machen. Vor allem alles kaputt machen, das finde ich auch ganz groß gerade. 1, 2, 3, 4. Konduits brauchen wir nicht, wir brauchen den Mob Crusher. Der Mob Crusher. Und dahin. Dann nehmen wir hier mal 1, 2. Und 1, 2. Dann nehmen wir Glas. Aber das finde ich immer schön. Oh, dann fliege ich eigentlich nicht. Okay, zack, zack, zack.
Zack, zack, zack. Zack. Alle drei. So, dann machen wir noch einmal zu. Dann brauchen wir jetzt bloß noch den Crystal. Ein da. Und ein Trava. Ein Trava, ein normaler Basic. So. Zack. Und einmal den da. Den Trauma. So. Jetzt sorgen wir nämlich dafür, dass wir genügend von dem Zeug haben. Schaut mal, hier ist was frei. Hier ist doch was frei. Ja, Gott sei Dank, Mann, ey. So. Ein Basic Trauma. Und zack. Bam. Und jetzt noch Mono. Und so. Und passt sich das. Und zack. Da komme ich nicht ganz hin. Dann müssen wir hier einmal anlinken. Zack. Zack. Und zack. Dann können wir jetzt hier einmal noch 1, 2 Item-Kondiz hinhauen und das so machen, dann Extract. Da haben wir nichts eingesammelt, okay. Hier machen wir noch ein Insert. Bam. Ah, jetzt brauchen wir noch den Wand of Animation. Dann holen wir hier noch einmal einen Monolith-Block raus. Den Wand of Animation. Und einmal Mop. Ja, ganz viel gedrückt und irgendwie alles nichts richtig. Zack. Und exakt, bitte. Könnten wir es sogar noch ganz wild machen. Wo hab ich? So, und dann könnte das nämlich alles gleich mal wegsortiert werden. Biomasse. Ach, Biomasse? Ich hab Biomasse hier. Okay. So läuft die Sache. Zack, 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 zack. Und alles jetzt da rein. Jo, das Ding muss erst voll werden.
Gebäude, was geht. Setzen wir uns einfach mal hier noch 1, 2, 3, 4, 5 und... Zap, zap. Also die geht mal auf jeden Fall was ab, aber die halt nicht. Aber die sind, glaube ich, erst für später. Ist jetzt... egal. So. Want. Wer kommt da hin? Biomasse, Mono... Lied. Oh, Redstone. Das kann ich da weg. Das kommt da hin. Das kommt da hin. Und der Bogen kommt da hin. Shard of Oblivion. So. Dann schauen wir jetzt mal. Quest. Ein. Stop. Gut. Oblivion Catalyst. Das ist das, was wir uns vorbereitet haben. Da brauchen wir halt noch ein Opfer und 5000 PU. So. Dafür müssen wir das Teil laden. Dann gehen wir mal bis Bisselcraft. Und dann hatten wir hier irgendwo Small Crystal Bag. Okay. Wo war das Energy Döns? Ja. Energy Collector. Einmal. Energy Relay. Und Energy Container. Genau. Die können wir sogar machen. Brauchen wir 4 Energy Kollektoren. Okay, das ist 1, 2, 3, 4. Und 4 Shards. Eins, zwei, drei, vier. Und gehen wir mal das machen. Wollen wir mal was anderes machen? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und muss man jetzt noch mal schauen. Wenn man es immer gleich finden würde. Eigentlich der Unterschied. Achso, die können mehr. Energy Pedestal in die Mitte. Energy Pedestal. So. Zack. Und. Ich finde die Geräusche klasse. So. Dann setzen wir den mal dahin. Den da rein. Energy Container. Okay. Wie war das jetzt? Irgendwie? Energy Collector. Nee. Kann man doch nachlesen. Place of Power Structures. Beschreibung.
Sand. Nee. Information? Nee. Papam, papam. Okay, Leute, ich lese mir das mal kurz durch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die richtige Konstruktion ist gefunden, also hier so ein Energy Pedestal und dann werden die hier zumindest von den beiden mal geladen. Und ich habe das ein bisschen laufen lassen. Ja, knapp halb voll. Und ich weiß, wie man an weitere von diesen, also das ist ein dekorativer. Ist klar, dass der nicht funktionieren kann. Dekorativ. Und dann ist ja, zweimal dekorativ. Okay, gut, auch egal. Ich werde jetzt eins machen. Ich nehme jetzt einmal den Angel Block. Ich habe auch schon ein Schweinchen geholt als Opfergabe. Dann brauchen wir einen Wand. Den Wand haben wir dann wahrscheinlich hier drin. Wand. Hallo Wand. Nee. Das ist der Wand. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Bird. So viel ungefähr. Dann können wir das alles mal weghauen. So. Ein Pearl. Und noch ein bisschen Dirt. Und die Biomasse. Dann gehen wir mal hier runter. Wo wir ein bisschen Platz haben. Setzen wir hier einmal einen Angel Block. Da ist er. Machen einmal hier so ein bisschen Fläche. Denn aus diesem Trick da, aus diesem komischen wie heißt das jetzt? Keine Ahnung. Was diese Kreaturen hinterlassen. Da kann man nämlich auch Monolithen-Teile gewinnen, wenn genug von dem Zeug zusammenkommt. Und dann setzen wir mal einen hier hin. Zack. 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 Und bam, bam, bam. Machen wir es anders, machen wir es mal hier weg. Oh ja, geht schon. Hi. Ah, von diesem komischen Flipperzeug. Kommt mal kurz hierher. Ich brauche nämlich gerade dann gleich noch ein bisschen Zeit. Tschüss. Und das muss ich halt entsprechend stapeln. Da ist schon der nächste. Ja, und die sollen sich hier dann ein bisschen austoben. Irgendwas ist gerade kaputt gegangen, ich habe keine Ahnung was. Ja, und jetzt mehret euch. Und erschaffet Monolithen. Götzen und keine Ahnung, was nicht da alles. Genau, ihr habt ja auch ein bisschen Spielgefährten. Müssen sich halt bloß weit genug übereinander stapeln.
fliegenden Bällen da aus dem Weg gehen und schön macht sie das. Je mehr Götzen wir haben, umso mehr, umso schneller, besser gesagt, kriegen wir da genug Bums zusammen auf die Bücher. Ihr seht, die werden immer höher, baut immer höher. Und ab einer gewissen Höhe entsteht da so ein, ja, eine Statue. Und die brauchen wir halt. Okay, hier werden teilweise Blöcke entfernt. Anscheinend gehen die nicht auf Creeper. Anscheinend sind wir beliebter als die Mobs. Na kommt, ich will es den Zuschauern noch zeigen, wo die Folge vorbei ist. Haut's hier mal. Ordentlich. Boom. Und da haben wir noch rein. Ich sehe gerade, also jetzt sind es inzwischen schon 4. Oder 5? Tatsächlich 5. Das ist ja ein Träumchen. So. Oh, ihr könnt es dann da weiter erstmal machen. Nur ein bisschen gerade schauen, aber das sind alles keine dekorativen. Ja, schön. Das heißt, die müssten alle funktionieren. Ja. Dann machen wir mal 16 davon. 1, 2 und zack. Geht das auch? Nee, wahrscheinlich ist es nicht weit genug hinweg. Aber schon. Ja, ist eine normale. Okay. 1, 2. Du musst da mit. 1, 2. Okay, ja. Okay, funktioniert. Fühlt der anscheinend nicht mehr. Auch in Ordnung. Können wir jetzt einfach hier so daneben noch eins setzen? Schauen wir mal. Das war es dann schon erst einmal. Und. Ja. Wird definitiv. Der lädt nicht, wie es ausschaut. Wahrscheinlich, weil. Kommt's mal her. Dutzi. Hat hier so. Herablassend. Hm.
Jetzt wird es gerade irgendwie laggy. Das gefällt mir schon wieder nicht. Okay. Ein Loading-Fehler. Die Shadow Monster sind immer so ein bisschen. Tschüss. Okay, der eine steht wahrscheinlich zu nah sonst daneben. Und zack. Zack. Da müsste jetzt jeder laden können. Er lädt. Mit welche die laden schneller und mit welche die laden langsamer. Er lädt auf jeden Fall, dann müsste der den theoretisch auch laden. Genau. Schauen wir mal. Haben wir fast voll. Das heißt, in der nächsten Folge können wir das Ritual machen. Mal gerade nochmal hier runterschauen. Es entsteht auch neue Biomasse, das ist interessant. So. Jetzt kann man das Spiel im Grunde hier immer wieder machen, solange ein bisschen im Kreis bewegen, bis die genügend ein Zeug aufgebaut haben und wieder neue Teile spawnen, Statuen. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie besser kontrollieren kann. Aber die bauen fleißig. Ich beschmeiße euch mit Knochen. Ja gut, Leute. Das ist jetzt hier ein Job, den müsst ihr euch nicht anschauen. Den kann ich auch so machen. Und würde ich mir sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da können wir dann endlich das nächste Ritual machen. Damit man auch endlich in die erste Dimension kommen. Ein bisschen Craft. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.